Willkommen zurück bei einer neuen Folge Skyrim und nicht nur irgendeine Folge, nein, sondern unsere 100. Folge. 100 Folgen Skyrim. Wer schaut sich das nur alles an? Du etwa, Lydia? Ganz bestimmt. Wir machen heute nicht die Hauptquest weiter, sondern wir machen eine Nebenquest von den Graubärten, wo wir einen Drachen besiegen müssen, einen neuen Schrei erlernen und als großes Finale gegen einen Drachenpriester kämpfen. Drachenpriester sind die stärksten Gegner im Spiel und wir haben sogar schon mal einen besiegt. Damals im Labyrinthion unten, aber erst einmal holen wir den Drachen. Ach ja, ich habe eine neue Waffe, einen Dietrischen Streitkolben, legendär mit einer Frostverzauberung. Und da kommt das Vieh auch schon angeflogen. Sehr gut gesprochen, Lydia. Dann gehen wir hier mal in den Nahkampf. Brenn! Ich bekämpfe Feuer mit Feuer. Und hol erstmal mein Schild raus. Und Rufus geht natürlich auch mit drauf. Hier, schönes Teamwork. Aber irgendwie komme ich an den Drachen nicht dran. Und ich brauche schon meinen ersten Trank. Mist, Mist. Ich muss mich hochheilen. Und zwar ganz schnell mit beiden Händen. Na, wo fliegt er denn hin? Okay, er landet. Er landet wieder, also schnell zu Schild und Kolben. Bah! Friss das! Und wir haben ihn besiegt. Hui. Rufus lebt noch und Lydia ist auch noch fit. Sehr gut. Dann holen wir mal seine Seele. Geht doch nichts über eine frische Drachenseele. Lecker, lecker, lecker. So, jetzt aber, wo ist unser Drachenpriester? Wo ist unser Drachenpriester? Hier könnte ich auch ganz schnell speichern. Oh, 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 oh. Da oben ist er schon und der geht natürlich gleich auf meinen Hund. Was haben die nur alle gegen meinen Hund? Na, wir schleichen uns hier von hinten an und wir wechseln ganz schnell den Schrei und zwar auf Zeitverlangsamen. Oder Eisform. Eisform wäre vielleicht auch gar nicht mal so verkehrt. Und ich habe meinen Hund vereist, aber nicht mich. Er lebt zum Glück noch. Ich meinte natürlich den Priester. Mich will ich natürlich nicht vereisen. Aber ich muss ja aufpassen, dass ich meinen Hund nicht treffe. Und ich sollte mich auch ganz schnell heilen. Mit einem kleinen Trank. Okay, das mit der Eisform funktioniert nicht. Man kann ihn nicht vereisen. Er ist zu mächtig. Autsch! Lydia! Geh drauf! Zusammen sind wir stark. Außer wir hauen uns gegenseitig auf die Backen und fallen den Berg runter. Das sieht gar nicht gut aus. Oh, 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 oh. Also auf Distanz hat man gegen den keine Chance. Wo ist er hin? Ah, er ist selber runtergefallen. Und mein Hund ist auch wieder fit. Ich würde mal sagen, wir heilen uns hier schnell. Und dann versuche ich an ihn ranzukommen. Ah, nochmal hier das Schild raus. Und... Yes, jetzt sind wir dran. Im Nahkampf hat er keine Chance. Aber er ist auch ziemlich flink. Er zieht sich hier dauernd zurück und versucht hier Distanz zu bewahren, aber nicht mit mir. Uiuiui. Ganz ruhig, mein Drachenpriesterfreund. Ganz ruhig. Ich will dir nichts tun, außer deine Maske haben. Ja, wir haben ihn. Und da fliegt sein Stab noch davon. Stab der Feuerbälle nehmen wir natürlich mit. Und jetzt schauen wir hier mal in seinen Aschehaufen rein. Gold, Knochenmehl und Grosses Maske. Schlossknacken, Schießkund, Alchemie sind um 20% gesteigert. Sehr schön. Rufus lebt noch und Lydia hoffentlich auch. Ja, sie lebt. Na also, ging doch gut aus für uns alle und wir haben die Maske. Jetzt schauen wir mal, was wir hier oben noch bekommen.
bei der Truhe. Ja, ja natürlich, die Truhe ist leer. Abzocke. Gleich 3 neue Wörter. Stimme. Finte. Weit entfernt. Und das alles für den Zauberspruch Druckwelle. Schauen wir uns gleich mal an. Schreie und hier Druckwelle. Ja, ich habe 17 Drachenseelen. Da kann ich natürlich alles gleich mal lernen. Und wir wählen ihn auch raus. Und, ach, Moment. Was macht er überhaupt? Deine Gegner hören einen Tum, kennen jedoch nicht seinen Ursprung, den sie daraufhin zu suchen beginnen. Aha, also etwas für, ja, Leute, die der Diebesgilde angehören. Testen wir ihn gleich mal aus. Achtung! Aha. Hey, du Trollmaul! Ja, damit habe ich nicht gerechnet. Ist mal was Neues. Lydia, du... Melonennase. Jetzt guckt sie mich so an, als... Was ist denn mit dem los? Okay, was machen wir als nächstes? Wir machen den nächsten Drachenpriester gleich. Und den finden wir irgendwo hier oben. Moment. Und zwar bei der hohen Torruine. Da treffen wir uns jetzt gleich. Sonnenuntergang. Bei der Ruine. Wir gehen natürlich gleich rein und schauen mal, was da drin uns erwartet. Nicht wahr, Knochensack? Dich nehme ich mit. Ich nehme den Drog jetzt mit. Ich kann ihn nicht mitnehmen. Warum? Jetzt. Ach, egal. Verdammt, der Drog ist mir sowas von egal. Wir wollen hier die nächste Maske holen. Fängt ja schon mal sehr gut an. Hier liegen überall tote Drogs. Oh, der hat sogar etwas. Akatosh, aha. Machika regeneriert sich 25% schneller. Nehme ich natürlich mit. Und wer bist denn du? Ihr seht stark aus. Ich bin auch stark, Ansgar. Hä? Wer seid ihr? Ich bin Ansgar. Seid ihr hier, um mir zu helfen? Hilfe wobei? Ich habe Vokuns Krypta endlich gefunden. Die Schriftrolle, die ich suche, muss hier einfach sein. Ihr könntet mir helfen, sie zu finden. Ich weiß, dass sie hier irgendwo ist. Welche Schriftrolle, Ansgar? Euch ist das vermutlich egal. Aber einer Familienlegende zufolge lässt sich damit unser Stammbaum bis zu Iskramor selbst zurückverfolgen. Vokun? Irgendein alter Priester, der hier vor langer Zeit beerdigt wurde. Ich suche schon seit Jahren nach seinem Grab. Welche Art von Hilfe braucht ihr? Sollte Vokun tatsächlich so mächtig sein, wie ich vermute, brauche ich wohl ein bisschen Hilfe, um mit ihm... fertig zu werden. Was springt für mich dabei raus, Ansgar? Ihr könnt alles haben, außer der Schriftrolle, versteht sich. Aber vielleicht möchte ich genau die haben. Ich helfe euch. Großartig. Zu zweit sollte es schneller gehen. Okay, wir haben eine neue Quest, und zwar eine Schriftrolle für Ansgar. Gucken wir mal hier in die Drogs rein. Gold, Knochenmehl. Und so, der hat nichts Besonderes. Und da drüben liegt noch einer. Die hat hier ordentlich aufgeräumt, die kleine Dame. Okay. Ja, die Frage ist nur, sollten wir jetzt hier Lydia und Rufus zurücklassen, denn... Ansgar kann bestimmt zaubern und bei solchen engen Gängen sieht es dann immer schlecht aus. Warte hier. Und du, Lydia, du darfst hier auch warten. Bin immer noch da, wie ihr wünscht, Tane. So gefällt mir das. Okay, dann los, Ansgar. Wir beide jetzt. Oh, das wollte ich gar nicht. Melonennase. Aber er fliegt davon. Hat also funktioniert, mein Melonennasenspruch. Wo ist der Nächste? Da hinten. Die Geißel. Oh, der macht sogar ordentlich Schaden. Da muss ich aufpassen. Und was macht Rufus hier? Ich hab doch gesagt, du sollst zurückbleiben. Ich hab doch gesagt, du sollst auf mich warten, Junge. Geh zu Lydia. Geh zu Lydia.
Ah, naja. Schauen wir erstmal hier in die Truhe rein. Na, ein paar nette Sachen nehmen wir mit. Und hier drüben etwas Gold. Nochmal Gold. Einen Goldbeutel. Und den plündere ich auch noch. Also Wukun ist dann der nächste Drachenpriester, würde ich mal sagen. Und hier drüben noch ein Heiltrank. Den brauche ich natürlich. Und sonst sehe ich jetzt erstmal nichts weiter. Außer wieder so eine große Urne, wo eh immer nur zwei Goldstücke. Ich meine, das Ding ist riesengroß. Man langt da ganz unten rein, nur um so zwei dämliche Münzen rauszufischen. Nein, danke. Nein, danke. Okay, hier geht's weiter runter. Moment, ich ändere mal meinen Schrei in etwas Sinnvolles. Na, was könnte ich denn nehmen? Ich glaube, ich nehme... Ich nehme, den Feueratem. Oh, 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 ich höre da hinten schon Gegner. Na, Freunde! Ich spiele doch gar nicht. Ich kämpfe. Oh, hier ist noch irgendwie ein Frostartonarch mit reingekommen. Erstmal hochheilen und hier die Geißel wegholen. Der ist nämlich der Beschwörer und dann verschwindet hier auch sein beschworenes Wesen. Oh, der macht Schaden. Aber Ansgar hat es anscheinend richtig drauf. Sehr gut gemacht, Ansgar. Sehr, sehr gut. Und wir schauen mal, was wir hier alles finden können. Und hier drüben ein paar Zutaten. Na, was haben wir denn hier? Mondfalter. So, passt doch auf. Oh, menschliches Herz. Ich dachte schon Detra-Herz. Und hier drüben die Saftbar. Da nehme ich einmal alles mit. Meine Güte, Ansgar, musst du mir denn immer im Weg stehen? Bist ja schlimmer als Lydia. Entspann dich mal. Seelenstein. Und wir gehen weiter. Achtung, Falle. Ich renne da mal schnell durch, denn die läuft garantiert rein. Oh, nö. Nö. Da hat jemand was gelernt.